Hallo, herzlich willkommen nach der letzten XXL-Folge. Hey, ich bin ein bisschen die Zeit verplant. Ja, immer noch Two Point Hospital. Max Prime Nachwuchspfleger. Ich habe in letzter Zeit Probleme, meine Wut im Zaun zu halten. Und ich bin mir sicher, dass ich jemanden im Badezimmer schluchzen gehört habe. Denken Sie daran, ein glückliches Team ist ein produktives Team. Herausforderung, Personalstimmung 75%. Wir versuchen es. Aktuelle Personalstimmung 0. Schwarzenhaus. Warten. Okay. Jetzt hier mal kurz chillen. So. Braucht nur 3x3. Das ist doch schon mal schön. So. Feuerlöscher, ganz wichtig. Süßigkeitenautomat, ganz wichtig. Pflanzen, ganz wichtig. Hier ein paar fancy Bilder auf. Ein paar Zeichnungen. Und eine Uhr. Und ein Zertifikat. Achso, eine Heizung, ganz wichtig. Noch hier so ein paar Poster. Noch ein paar Zertifikate. So. Haben wir das? Mach das jetzt so. Warum bin ich da nicht schon vorher drauf gekommen? Jetzt mal ernsthaft, ne? Das ist ja genial. Dann habe ich jetzt ja auch Platz für Einkaufssachen oder halt wie zum Beispiel eine Heizung. Das hier nicht schön, nicht angenehm warm ist. So. Schön nochmal eine Uhr hin. Und nochmal ein Abfalleimer, ob man der kann. Oder die Uhr. Hübsche Bilder können auch nicht schaden. Tatsächlich bisher viel zu wenig aufgehangen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum meine Bewertung nicht so gut ist.
hier so ein paar Bilder verteilen. So viele leere Wände. So. Ich glaube, das ist so gar nicht so verkehrt. Ich habe total den Überblick verloren, was ich jetzt eigentlich machen wollte. Dieses Dekorieren und so, das dauert allein schon immer so lange. Ich wollte hier hinten noch einen Pausenraum machen. Das wollte ich machen. Und nochmal Toiletten. Konnte man da auch eine Lampe kaufen, oder? Lampe, ja. So. Ein Sitzsack. Trainingsgröße. Haben die dann kürzer Pause? Nee, ne? Dann wäre es ja wenigstens noch sinnvoll. Aber wenn die dadurch nicht mal kürzer Pause haben, macht das für mich irgendwie nicht so viel Sinn. Dieser Kaffeeautomat vielleicht noch? Kaffeemaschine. Ja, komm. Das ist doch ganz nützlich für die jetzt hier im Pausenraum. Okay. Das ist erstmal ganz cool und fancy. Reicht schon für Stufe 4, wunderbar. Und nochmal Toiletten. Das reicht mir an Toiletten.
Pflanzen. Können wir jetzt auch die fancy Bilder aufhängen. Toilette ist halt ein bisschen schwieriger. So vom Platz her. Wir sehen davon, dass man halt hier hinter einfach Poster hinklatschen kann. Zack. So. So, Heizung. Das heißt, es ist wieder gleich, dem ist kalt, weil er sich am Arsch der Welt aufhält. So. Müssen die ganzen Leute nicht ganz bis da hinten laufen zu Pausen rum, sondern können halt auch das hier nehmen, das gleiche mit den Toiletten. Sehr gut. Wir haben genug Patienten mit Discofieber geheilt. Yay. Okay, läuft ja langsam hier, ne? So, Forschung ist fertig. Mach mal das da. So, ich würde gerne irgendwie mal ein bisschen hier. Ja, was soll's? Nee, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Das hat noch gar keiner, ne? Doch. Das haben schon Leute. Okay, dann brauchen wir das ja nicht. Hä, warum kommt keine Musik mehr? Jetzt bin ich ja verwirrt. Hä, wieso haben wir keine Musik mehr? Weiterbildungslehrgang. Nö, da höre ich ja nichts von. Die sollen ja schon sinnvolle Sachen kriegen. Behandlungskompetenz, das ist doch was. Du da. Du da. Kurs starten. Ich werde diese Woche das Museum für alte Steine in Sweaty Palms besuchen. Ich hoffe wirklich, dass man dort die vielen falsch ausgezeichneten Geoden mittlerweile endlich korrekt ausstellt. Zweiter Bild. Apropos Museum. Ich denke, der nächste Song wäre dort auch gut aufgehoben. Okay. Ah, ich muss ja noch die Personalstimmung hochkriegen. Personal. Eure Stimmung in Geld. Alle bitte. Mit Geld hebt man die Personalstimmung. Gesehen davon, dass sie jetzt einen neuen coolen Pausenraum haben.
viel. Den ging es aber echt schlecht, ne? Personalstimmung jetzt besser? Wir bitten Sie bei verdächtigen Gerüchen, das Formular 73% auszufüllen. Naja, sind ja noch ein paar Tage Zeit, ne? Das müsste jetzt eigentlich nach und nach hochgehen. Theoretisch, die Personalstimmung. Wir sind schon bei 72%. So viele Arztpraxen. Das ist heftig. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Ach nee. You don't say that. Es besteht Spukgefahr im Krankenhaus. Aber warum? Wir haben doch entsprechende Hausmeister. Macht wieder keiner seinen Job, ey. In der heutigen Ausgabe von Bickleworths Bewertungen nehme ich mir den exklusivsten Nachtclub von Crockleby vor. Das Copa Banana. Zumindest dachte ich, dass es exklusiv wäre. Ich erwartete Klasse, Eleganz und eine loungige Jazzband. Stattdessen traf ich auf einen Haufen jugendlicher und verschwitzter Nachtschwärmer, die sich zu gottlosem Lärm die Glieder verrenkten. Ich werde diesen Etablissement nie wieder einen Besuch abstatten. Es ist fast warm genug. Sollte passen. Geht auch schon der nächste Doktor rein. Das wird hier langsam echt richtig groß. Das ist auch kein Wunder, dass ich da überhaupt nicht mehr durchsteige langsam. Eieieiei. Das ist schön, dass wir wieder Geld für Weiterbildung kriegen. Weiterbildung, was kann ich dich denn weiterbilden? Patientenbetreuung. Muss ja eh einen dafür holen. So, was ist mit dir hier? Stirbt Gesundheit am Ende. Okay. Wollt ihr gerade noch helfen und dich ein bisschen pushen, aber nein. Was machen denn meine Hausmeister? Wo ist denn der? Guck mal in diesen Teil. Noch einen weiteren Hausmeister. Kann nicht schaden. Kann nicht schaden. So, müssen wir kurz hier mein Personal durchgucken. Ihr könnt alle halt so wenig, ne? Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit.
Wir warten jetzt erstmal, bis die hier fertig sind. Das ist. Hier ist so viel gerade los. Das Jahr ist fast vorüber. Ja, zeig alle an. Wir machen jetzt wieder schnell, schnell. Wow! Da habe ich nicht mit gerechnet, dass wir 7 Auszeichnungen kriegen. Alter Schwede. Was willst denn du haben? Was glaube ich noch genug Ärzte und Dingsens habe. Ehrlich gesagt. So viel in Weiterbildung. Was ist denn hier mit denen? Nein, ich will wieder alle sterben. Nice. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Achso, du hast ja einen Termin beim Spritzen aus. Eieiei. Alter, ich habe so viele Arzträume. Dass die solche Warteschlange. Heftig. Auf Radio Two Point. Man muss heute bereits so viele widerwärtige Erfindungen ertragen. Zynische Spottbilder, absolute Geißeln der Menschheit. Aber ich frage Sie allen Ernstes: Schweinefleischpasteten? Was wird denen als nächstes einfallen? Hä? Hab ich grad nicht so sehr. Nicht so richtig verstanden. Diese. Das vom Nachrichtensprecher. Befördert werden. Zeitliche Report auf Radio Two Point möchte unser Krankenhaus besuchen. Ja, besuche unser Krankenhaus. Es ist wunderschön. Außer die Ecke hier unten. Die ist halt leer. Nicht jetzt. Kann gerade nicht. Alle Weiterbildungsdinger sind voll. Sehr schön für Sie. Nächste Ausbildung ist fertig. Was ist mit dir hier? Gehst jetzt ins Spritzenhaus, ja? Da haben wir auch noch nie zugeguckt. Das ist komplett neu. Das gucken wir uns jetzt mal eben noch an. Bevor wir die Folge beenden. In den Po. Und. Wow! Geil! Hat geklappt. Finde ich super. Klasse. Der war quasi tot. Oh, der ist gestorben. Ah, jetzt ist schon so ein quasi toter. Direkt hin, Spritzenhaus. Was ist mit dir? Behandlung ist im Gang. Einer tot. Oh, rein die Spritze in den Arsch. Yay, auch geheilt. Dieses Spritzending ist echt
Dies macht Wunder. Warum ist hier eigentlich keiner? Das erste Drive-In-Restaurant von McCackalacks eröffnet. Jetzt können Sie unsere extra knusprigen Burger komfortabel von Ihrem Fahrzeug ausbestellen. Wir haben doch genug Ärzte, oder? Und nicht vergessen, bei einer Bestellung von mehr als 10 Kakerlak-Burgern zwei machen halt Pause, sonst läuft das eigentlich. Dazu. 24 Stunden am Tag. Das ist Radio 2Point. Zack. Zack, 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 hier. So viel Post schon wieder. Hei, die Folge ist schwer viel zu lang. Oh, dieses Spiel, das kommt, weil ich komplett die Übersicht verliere und dann verliere ich auch die Zeit aus dem Blick. Es tut mir leid. Aber ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin. Ciao, euer Akira.